Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute einen ganz, ganz kleinen Haul, keinen großen oder so. Ich möchte nur euch ein paar Produkte zeigen. Ich war nämlich mit einer Freundin in Würzburg und ich habe mir nur ein paar Sachen gekauft, die ich jetzt gebraucht habe, weil jetzt in der Zeit, da will man nicht unbedingt schon Sommersachen kaufen und Wintersachen hat man eigentlich schon genug gekauft. Deswegen habe ich mir so ein paar Kleinigkeiten einfach gekauft und die wollte ich euch einfach mal kurz zeigen, weil ihr mögt ja Hauls total gerne, genauso wie ich. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an. Zu einem habe ich mir eine neue Sonnenbrille gekauft und die finde ich eigentlich echt toll. Und es ist halt mal eine Sonnenbrille, die ich wieder anziehen kann, ohne dass mir irgendwas piekst oder so, weil da was abgebrochen ist oder. Ja, die ist einfach neu und sie hat 10 Euro gekostet. Und habe ich mir für mein Handy so ein, ja, so ein Schmuckding hier geholt. Das gibt es gibt's auch in einem Schmuckladen. Gibt es aber, glaube ich, auch bei C&A, soweit ich weiß. Ja, ist auf jeden Fall so, ihr habt da oben ja für eure Kopfhörer eben so ein Loch. Und es ist dann eben so ein Schmuck, den ihr da drauf machen könnt. Und ich habe mir so einen süßen Hasen ausgesucht. Versucht es euch mal zu zeigen. Ja, der ist total süß, so ein bisschen mit Strass und gefällt mir echt gut. Also ich finde, es sieht echt süß aus. Ein Blazer, der war, ich kann die Läden alle nicht auswendig. Ich weiß nicht mal, wie der Laden hieß, wo ich es mir geholt habe. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in so einem Klamottenladen. Vielleicht steht es da sogar drauf. Hier steht nur Italien Fashion. Auf jeden Fall habe ich mir so einen beigen Blazer geholt, eben. Mit so Dreiviertelarm. Und ich wollte schon lange so einen beigenen Blazer haben. Ich habe ja schon einen schwarzen, aber ich wollte auf jeden Fall noch einen beige haben, weil beige ja eigentlich fast schon meine Lieblingsfarbe ist. Ja, und der hat eben nur ungeschlagene 14 Euro gekostet, also 13,99 €. Und es ist halt sehr günstig für einen Blazer. Und ich. Ja, man kann es so sehen, ich hätte auch ein bisschen mehr Geld ausgeben können, aber ich trage Blazer eben nicht so oft. Von daher, und der ist halt schön dünn. Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass die Qualität nicht so gut ist. Aber genau das gefällt mir halt an dem Blazer, weil ich den auch mal zum Weggehen anziehen kann. Das heißt, dann ist er nicht so dick und dann schwitzt man nicht so drin. Habe ich mir eine Hose gekauft. So sieht die aus. Es ist so ein ja, helleres, so ein schönes leuchtendes Blau. Und die ist halt sehr schön eng und passt wirklich sehr gut. Und hinten sieht sie auch wirklich gut aus. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich habe unbedingt auch mal wieder eine Jeanshose gebraucht. Deswegen habe ich mir die auch noch geholt. So, das wäre jetzt mein Haul gewesen. Wie gesagt, nur ein kleiner Haul. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Und es tut mir leid, wenn es hier mal ab und zu unordentlich aussieht. Ja, ich bin nicht so diejenige, die immer voll aufräumt. Und bei mir fliegt meistens was auf dem Boden rum. Es ist aber, weil ich hier noch nicht genug Platz habe, um das alles unterzustellen. Und ja, das war es jetzt wieder von mir mit dem Haul. Ich werde jetzt wieder ein paar Videos vordrehen. Ja, und deswegen sehe ich wieder dann ab und zu immer wieder gleich aus. Aber das findet ihr nicht so schlimm, das finde ich gut. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss!